Hello there, I'm Julian Geraghty, Creative Director for The Crew, and you're watching Ubisoft TV. Ich erzähle euch jetzt mal, was sich seit der E3 alles bei The Crew getan hat. Hier auf der Gamescom gehen wir tiefer auf die RPG-Elemente im Spiel ein. Wir zeigen den Kreislauf aus Missionen, Skills leveln, Teile freischalten und XP gewinnen. Ein Teil zu seinem Auto hinzuzufügen ist vergleichbar mit einem Puzzle. Man kann sehen, wie dieses Teil deine Performance und die Geschwindigkeit deines aktuellen Fahrzeugs beeinflusst. Das ist es, worauf wir uns diesmal konzentrieren wollten. Die Grafik ist natürlich auch besser geworden, genauso wie die Steuerung. Alles in allem haben wir das Spielerlebnis gründlich aufpoliert. Jedes Fahrzeug ist ein Puzzle mit 19 Teilen und wir geben dir die volle Kontrolle darüber, was du damit machen willst, sei es Performance oder Optik. Darüber hinaus haben wir die massive, offene Spielwelt, einen Nachbau der USA, und wir wollen, dass du jeden Zentimeter dieser Welt befahren kannst. Darum haben wir Straßenfahrzeuge, Offroad-Fahrzeuge, Dirt-Cars, Performance-Cars für hohe Geschwindigkeiten und vieles mehr. Und das sind sozusagen unsere Klassen, wenn man so will, wenn wir schon von RPG-Elementen sprechen. Das Spiel heißt The Crew wegen der Online-Aspekte. Du fährst zusammen mit deinen Freunden, formst deine eigene Crew und kannst mit ihnen kooperativ oder im Wettkampf gegeneinander das gesamte Land erkunden. Mit dem sozialen User-Interface kannst du all deine Freunde sehen, treffen, mit ihnen sprechen, spielen, und jeder einzelne davon ist ein wichtiges Feature innerhalb des Spiels. Und das ist so ziemlich das Herzstück des Ganzen. Wenn du also durch die Gegend heizst, können deine Freunde bei dir oder sonst irgendwo in den USA unterwegs sein. Doch jedes Auto um dich herum kann ein anderer Spieler sein, jemand, den du noch nie getroffen hast, eine potenzielle Herausforderung oder vielleicht ein neuer Rekrut. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass du mit ihm zusammenspielen musst. Ich spiele zum Beispiel auch gerne alleine mal in dieser lebendigen Welt. Und gerade diese dynamische Welt ist es, die das Spiel so interessant macht. Das sind die großen Next-Gen-Features der neuen Konsolen, die Microsoft und Sony für uns vorbereiten. The Crew ist eine Nachbildung der gesamten USA. Zwar eine idealisierte Version davon, doch auch das kann schon recht einschüchternd wirken, denn es gibt Städte, verschneite Berge, Strände, Sümpfe, Wüsten und so weiter. Und wir geben dir verschiedene Fahrzeuge und Tuning-Gegenstände, mit denen du da durchfahren kannst. Damit das nicht ganz so einschüchternd wirkt, haben wir diese Orte mit einer Story aufgeteilt, die dich von Detroit über New York, Miami, Las Vegas bis hin nach Los Angeles führt, inklusive aller anderen Städte, die wir für das Spiel nachgebaut haben. Um von einer Küste zur anderen zu kommen, zum Beispiel von San Francisco nach New York, fährst du etwa 1,5 Stunden lang, vorausgesetzt, du fährst einen sehr schnellen Wagen und bleibst auf der Straße. Fährst du mit einem Offroad-Fahrzeug, wird es etwa 2,5 Stunden dauern. Alles im Spiel dient alleine dem Spaß, den der Spieler haben soll. Wir wollten das spaßigste Rennspiel haben, das es gibt. Das beinhaltet zum Beispiel das Anpassen und Verändern deines Wagens, während du unterwegs bist, aber auch andere Sachen. Wenn du zum Beispiel einen Ort bereits entdeckt hast, kannst du eine Schnellreise dorthin unternehmen. All die frustrierenden Punkte, die den Flow innerhalb des Spiels unterbrechen, haben wir auf ein Minimum reduziert, um euch im Spiel zu behalten.